So kommt man rein ins Shopping Center hier in Oshiyage, mitten in Tokio. Und offensichtlich so kommt man ins Jahr und auch in die aktuelle Woche tatsächlich. Es geht wieder richtig los an der Börse. Jetzt zählt es wieder, denn die Institutionellen haben eigentlich keine Ausrede mehr. Ab jetzt müssten sie so langsam aber sicher ihren Rückweg zur Börse finden. Nicht notwendigerweise alle schon am ersten Tag gleich in die Position reingehen, aber ich sag mal so, so langsam aber sicher gibt es keine Ausrede mehr. Man wird ja wohl wieder zurück zum Markt kommen wollen irgendwann, wenn es denn mal wieder in das neue Jahr gegangen ist. So, und das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Wir sind deutlich nach unten gegangen, über 1% schon minus beim DAX. Wir sind auf einer richtig heftigen Abwärtsbewegung, nicht wirklich Panikmodus, aber es ist schon ziemlich schnell, was wir hier nach unten sehen. Und für all die Intraday-Händler, die sind jetzt mit Sicherheit eher auf der Short-Seite unterwegs und suchen vielleicht, wenn sie nicht jetzt schon drin sind, noch den entsprechend richtigen Einstieg für die Short-Seite, was in dem Fall beispielsweise sein könnte, mal das Wackeliges, was Korrektives nach oben. Das wäre zumindest mal klassisch und herzallerliebst, um eine Position hier zu starten und eben in den Markt da reinzukommen. Oder nicht auf der Short-Seite reinzukommen oder auf der Long-Seite raus. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass all diejenigen, die jetzt eigentlich übers Jahr dann doch die Position gehalten haben, weil sie gesagt haben, das Blödste, was uns jetzt passieren könnte, wäre, wenn der Markt ähnlich wie im letzten Jahr über die Feiertage deutlich zulegt, richtig nochmal einen Schub nach oben entwickelt und wir haben es wieder verpasst. Das will man natürlich nicht. Da ist man natürlich ein bisschen pampemuselig gewesen im letzten Jahr. Und wer das vermeiden wollte, der hat die Position gehalten und der wird jetzt heute sicherlich sagen, oje, 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 was machen wir denn da? Und wird dann möglicherweise auch raus müssen. Ich will jetzt noch nicht so sehr von Panik sprechen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind so deutlich gestiegen. Wir müssen, nein, ja, doch wir müssen einfach mit einem Rücksetzer rechnen. Das wäre überhaupt nicht schlimm, das wäre nicht giftig, das wäre nicht dramatisch. Im Gegenteil. Es ist eine ganz normale technische Reaktion. Das heißt, alles, was wir an Rücksetzer jetzt haben, was eben nur so 1, 2, 3, was weiß ich, wie viel Prozent eben betrifft, im Zweifelsfall einfach mal die letzten Rücksetzer angucken. Oder wer sich schon ein bisschen auskennt, wir haben das immer wieder ja auch an verschiedenen Stellen genannt im Chart, hier Fibonacci Retracement 50% des letzten Anstieges. Ja, das ist gar nichts. Das ist ein ganz normaler Rücksetzer, insbesondere wenn der wackelig runtergeht. Bis jetzt ist es noch nicht wackelig. Aber das soll schon jetzt ein kleiner Hinweis dafür sein, dass der Markt deutlich mehr noch machen kann. Also, wer jetzt glaubt, ja, das wird es dann wohl gewesen sein, viel mehr kann er nicht runter. Da bin ich mal sehr, sehr vorsichtig. Trotzdem, ich will noch nicht den Teufel an die Wand malen. So schlimm sieht es ja noch nicht aus. Wir müssen allerdings damit rechnen, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Gold auf der anderen Seite explodiert nach oben. Wir haben es lange angekündigt, immer auch, warum das Charttechnik so ist. Wir wollen da so ein bisschen das Auge deshalb darauf werfen, weil es natürlich auch spannend ist für andere Märkte auf kleineren Zeitebenen in Gold. Da haben wir auf Tagesbasis argumentiert, also das etwas größere Bild. Das Ganze geht natürlich auch auf kleineren Zeitebenen und ist das, worauf wir ja immer ein großes Augenmerk legen. Zum Beispiel ebenfalls, wenn wir da auf die Indizes gehen, beispielsweise Euro gegen US-Dollar, der ebenfalls im Moment eher nach oben strebt. Also wir sehen, Bewegung ist da an den Märkten, Termine sind nicht wirklich zu erwarten. Zumindest mal heute ist nicht hier irgendwie was ganz deutlich da. Da tappt man eher im Dunkeln, wie man ganz offensichtlich jetzt sehen kann. Ich verlasse nämlich gerade hier diese Passage, diese Shopping-Passage. Und weil das viel spannender ist, was auf der anderen Seite zu sehen ist, drehe ich jetzt mal das Bild und dann gucken wir mal hier einmal gen Himmel, denn da oben, da ist der Skytree. So hoch kann der Markt kommen, so hoch ist er schon gewesen, aber auf der anderen Seite runter kommen sie dann alle wieder. Vielleicht ist das die Analogie für den heutigen Tag. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass Sie auf der richtigen Seite sind, wenn Sie positioniert sind. Gegebenenfalls ruhig mal die Abwärtsseite mitnehmen, das ist ja gar nicht schlimm, auch notfalls auf kleinerer Ebene. Gegebenenfalls Rücksetzer, also in dem Fall steigende Wackeleien abwarten, um dann den nächsten Short-Schub nochmal mitzunehmen. Es kann so einfach sein, zumindest klingt es so. Wer mehr Informationen braucht, der guckt sich einfach den Trade des Tages an, da stellen wir immer einzelne Situationen vor, oder aber der guckt sich Trade to Go an, da gibt es ebenfalls immer wieder viele, viele aktuelle Hinweise, aber eben auch das allgemeine Verfahren und das sogar aufs Handy für überall, wo man auch immer ist. Vielleicht gar nicht so schlecht. Beides kostenfrei. Gegebenenfalls hier über diese Stelle hier anmelden. Und dann freue ich mich, wenn wir uns an der Stelle auch wiedersehen. Bis dahin alles Gute.